Freunde, einige Gedanken zur Doppelparascha Behar Bechukotai. In unserer Parascha wird das Gesetz des Joveljahres gebracht. Einmal in 50 Jahren, sagt die Torah, muss man die gefangenen Sklaven, die für einen viele oder wenige Jahre gearbeitet haben, befreien. Die Felder, die man einst erworben hat, aus einem Familienbesitz, muss man sie an die ursprünglichen Besitzer zurückgeben und auch alle Schulden muss man erlassen. Aber dieser Jovel, diese Verkündung der Freiheit, fand an einem besonderen Tag im Jahr statt, nämlich am 10. Tischrei am Yom Kippur. Warum wurde für diese Proklamation der Freiheit der Yom Kippur gewählt, der Tag, wo wir Hashem und unsere Mitmenschen um Vergebung bitten? Eine mögliche Antwort ist die folgende. Am Yom Kippur geht es um die Freiheit von der Schuld. Wir wollen uns befreien von verschiedenen Dingen, die wir nicht korrekt gegenüber Gott gemacht haben oder gegenüber unseren Mitmenschen. Es geht also um die Selbstbefreiung am Yom Kippur, um in der Lage zu sein, am nächsten Tag selbst ein freier Mensch zu sein. Sagt uns die Torah das Folgende. Wenn du in der Lage sein möchtest, Freiheit für dich zu haben, deine innere Freiheit zu erlangen, darfst du nicht deine Augen vor der Freiheit anderer Menschen verschließen. Auch dein Nächster muss aus seinem Dienst an dich befreit werden. Auch ein Nächster muss in der Lage sein, aus seinen finanziellen Nöten befreit zu werden und ihm die Schulden zu erlassen. Und auch dein Nächster hat Anrecht, Besitz zu haben und du solltest ihm das Land, das Feld wieder zurückgeben. Wenn ich Freiheit für mich möchte, muss ich auch bereit sein, anderen Menschen Freiheit geben zu können. Es gibt viele Menschen, die fordern Freiheit für sich und Rechte für sich. Aber wie sieht es aus mit der Freiheit für die anderen? Wie sieht es aus für die Freiheit anderer Minderheiten? Es scheint immer so bei vielen jüdischen Leuten der Fall zu sein, dass man sich sehr viel einsetzt gegen Antisemitismus, für die Freiheit der jüdischen Menschen. Aber wenn es für die Freiheit anderer Kulturen und Religionen kommt, oh, da hält man sich zurück. Die Torah lehrt uns aber, dass wenn man seine eigene Freiheit möchte, muss man sich genauso auch um die Freiheit anderer Menschen kümmern. Shabbat Shalom.